Ja, so wie ich den Sturm. Da ist eine Magnetabfahrtzeug ob das wohl bei der Karre, die hat ja auch so einen Lufteinlass oben, damit die frisch tiefer ins Wasser fahren kann, ob das wohl auch einen Unterschied macht? Gute Frage, nächste Frage. So, aber jetzt ziehen wir es mal leise, oder? Wir probieren es, ja. Wie war das, wenn rein in Töten alles? Das war hier. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Ich sehe ein zweites Ziel. Bevor ihr da reinstürmt, wir müssen erst den Typen mit dem Kopfhörer finden. Ich habe einen im Visier draußen, wenn er noch weiter genug runterkommt, ja, würde ich ihn kopfschuss. Ja, nicht rumschießen. Ich hab doch nur ein Ding. Schalldämpfer. Kann ich hier nicht legen? Den hier vorne auf der Straße kann ich doch legen, oder? Wenn die anderen nichts davon mitbekommen, ja. Umgelegt. Okay, alles ist gut. Haben sie es gerafft? Ich bin unschlüssig. Hey, Kartellschütze! Ich hab die 2 im Visier. Kann auch jemand. Ich die 1. Kann noch nicht. Noch nicht. Die Rebellen brauchen Nachschub und in dem Heli ist reichlich davon. Wir kapern ihn und liefern ihn an die richtige Adresse. Ja, ich auch nicht. Wie nennt man die Markierung wieder raus? Weißt du, oder? Nochmal mit Q drauf. Achso. Feuerrand wie gleich. Die kommen in den Wald rein. Verdächtig. Sollen wir ihn legen? Der ist ziemlich weit draußen. Die muss zuerst gelegt werden. Das ist der, gut, der mit dem Heli wegfliegt. Die 1 auf jeden ich Fall, wie sehr der steht. Das ist viel zu weit im Wald drin, ne? Kacke, ich hab da Minus entdeckt. Haben sie es gerafft? Ja, wir sind alarmiert. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Die da lebt noch. Knapp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Alter, die Sniper ist mega behindert. Naja, das Visier ist. Ja. Abschuss bestätigt. Ich komm mit rein. Ich glaube, das war das. Das ist nach einem Heli für mich aus, sag ich dir. Kannst du doch gar nicht mit um. Was? Da kannst du doch gar nicht mit um. Na klar. Auf jeden Fall fliegen. Nein! Kannst du den irgendwie markieren oder? Ich hab. Nein. Ich muss müssen bei den Rebellen abliefern. Dokumente. Nice. Was habt ihr denn hier gerade noch entdeckt? Draußen. War noch irgendwo was, ja. Auf der anderen Seite ist noch was. Ich flieg das Ding. Oh mein Gott, das schon. Da, wo der grüne Pfeil ist, da müssen wir ihn abliefern. Die Drohne ist unterwegs. Ich muss ihn über. Wenn jetzt schon da ist. Keiner von uns. Kann man später auch noch solche Helis fliegen? Kann man an den Raketen ranpacken oder was ist das für kleine Mini-Kugel? Wer fliegt jetzt? Ja, das ist das. Wir werden jetzt mal mit Auto gefahren. Ich bin weg, macht's gut. Er gönnt sich. Hi, Victor.
Bereit machen zum Öffnen! Gut, man muss den auch öffnen. Also mal öffnen? Ein Deutsch, ja. Ist das ein bisschen toll? Ja. Wieso bist du denn so? Hä, wieso, wo liegst denn du? Ich bin direkt gespawnt wieder. Also. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird bestimmt ein Sicario vermissen. Das ist eine Auszeichnung. Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Oder von der Air Force oder so. Haben wir das schon. Ich will auch nochmal testen. Was ist denn das hier? Wo ist denn der? Da. Oh, ich wollte eigentlich die Kettensäge haben. Informationen absuchen. Ich weiß nicht, ob es die Typen vom Widerstand drauf haben. Bleib cool. Wie oft haben wir schon mit Einheimischen gearbeitet? Auf die kann man zählen. Kann sein. Aber die meisten von denen sind nur Bunkerbauern und Ex-Dealer. Die haben noch nie richtig gekämpft. Aber sie kennen den Krieg. Außerdem kennen sie Terror und Feind. Die schaffen das. Wir müssen ihnen nur die nötige Deckung geben. Hoffentlich. Sonst stehen 4 gegen 4000. Ach, könnte schlimmer sein. Wie das? Könnte 4 gegen 4001 sein. Stimmt. Das sind Gegner, das hätte meiner sagen können. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Toll. Ach Mann, Jungs. Eigentlich einfach wie die Hirnlosen, echt. Die haben mich nicht gesehen. Ich bin mit Trecker gefahren. Die haben mich wirklich nicht gesehen. Ich hab Tür abgeschossen, ich wusste nicht, dass ich immer bin. Mächtiger! Ist das jetzt noch eine Mission? Nee, oder? Kann ich so? Du musst ja mit Informationen beschaffen. Wir sind alarmiert. Ja, weiß nicht, was wir machen. Einer weniger. Was? Alter, was ist hier noch? Was ist alles klar? Alles Paletti? Jetzt stellen wir uns schon an, wie die Infos da reinpacken können. Was schießt denn hier? Hier ist ja noch so eine Kiste. Ja. Ich fahre. Das. Jo, gönn dir. Das ist doch eine krasse Kasse. Oh, der fliegt sich ja mal viel schön, ne? Oh, der fliegt sich schön. Oh, den will ich behalten. Den will ich behalten. Oh, ja, weißt du noch? Bist du tot? Nee. Schieß nicht auf meinen tollen Leben. Du Arschloch. Ja, könnt ihr. Wenn er auch mal auf meinen tollen Leben zu schießen. Ja, ich bin auch raus für heute. Kann ich einfach rausgehen? Achso, nee, nicht weg. Das bin ich nicht, aber ich bin weg. Bei Medi. Und 3 neue Mitteilungen. Das ist bestimmt wichtig. Sky ist beigetreten, Sky hat eine Einladung und Sky hat das Spiel verlassen. Mann, Sky, du bist aber vertreten. Das ist wichtig. Er ist der Wichtigste. Kein anderer hat so oft über meine Nachrichten geschaut. Gell, die machen wir jetzt Co-op-Action hier. Hm? Dann machen wir jetzt wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Ja, aber ruhig, Selbstmodus. Ja, klar. Das mit dem Traktor war nicht gewollt. Nein, also wir wussten noch nicht, dass da Gegner sind. Ja, ich dachte einfach, dass wir da rüberfahren sollen, aber ich wusste nicht, dass da Gegner sind. Also im Grunde genommen, was Wichtiges ist, immer was da passiert. In dem Spielmodus, in dem wir gerade spielen, auf Extrem,
werden dir die Gegner nicht angezeigt auf der Karte. Die musst du entdecken. Aber man sieht doch diese rote Wolke auf der Karte. Nein, also nicht mehr. Ich habe auch fortgeschritten, bei mir wird es keine Zeit. Achso, bei mir ist es auch ein Zeug. Also hat jeder sein eigenes Spiel. Weil extrem bin ich dann doch ein bisschen zu heftig. Ich bin ein bisschen hinterher. Naja, vielleicht ist gar vielleicht sehen wir uns ja morgen früh noch. Ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß und gute Nacht. Danke. Ich nehme die Drohne. Setze Drohne ein. Ziel Nummer 2 da. Ich begebe mich auf den Berg. Ich sehe eine kleine Gruppe Tank aus. Mann. Wo kann man die Witze ausstellen, ey? Was denn? Hier ist Ziel Nummer 5. Bei mir erzählen die Marines wieder Witze. Victor? Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Da oben ist auf jeden Fall was auf dem Turm. Ich gehe mich zuerst mal da oben um den Scharfschützen kümmern. Erstmal alles erkunden, hier sind noch genug Leute. Ja, alles cool, aber ich meine, hier oben kannst du ja... Da oben sind auch noch zwei, die sind nicht erkundet. Ja, ich fliege hier nochmal drüber. Victor? Ja? Guckst du bei mir im Stream noch zu? Ich bin noch bei dir im Stream da, ja. Hackt der? Okay, hier ist alles cool. Reconnecting. Reconnecting. Na, hier oben ist alles cool. Ich schau mal, ob ich den oben ausschalten kann. Ah, die ist das. Ich bin, von einer Seite. Hätte ich mich eigentlich drum gekümmert, aber dann mach du das. Ich würde ja befolgen und die Cyber-Position nutzen, wenn das geht. Das ist nämlich an sich eine sehr coole Position, um euch... Oh Gott, hier kommt jemand. Nein. Vorsicht, das alarmiert. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Haben die uns bemerkt? Ja. Der kam auf einmal um die Ecke. Versucht zu fliehen. Ich hab eigentlich alles abgecheckt hier. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist der weg? Ja. Ich nutze die Sniper-Position hier oben. Den Sniper habe ich. Hab den nächsten. Nein! Ich muss kurz chillen. Er verpisst sich. Da ist ja der Typ. Dürfen wir ihn töten oder müssen wir den gefangen nehmen? Müssen wir verhören. Das wichtige Ziel sitzt in einem Fahrzeug. Ah, verdammt. Dann müssen wir runter. Nee, er ist nicht weg, der wird aufgehalten. Okay. Nee, runter. Oh, ich bin so dumm. Ich kann dir nicht. Ist ja nicht so, dass ich gelegen habe. Ich drücke mal Y, wenn ich mich hinlegen will. Ich weiß nicht warum. Aus irgendeinem Spiel ist Y bei mir noch im Kopf mit hinlegen. Da ist man heute noch so eine scheiß Drohne. Komm mal, ich gleich retten. Ja, passt, ich habe es. Mein Gott! Das wird er nicht schaffen. Coopere y todos saldrá bien. Du hast 5 Sekunden, um den Mund aufzumachen. Ich kann bei ihm sterben. Für diesen Schein werde ich nicht bezahlt, Cabron. Ich rede. Fabian. Immerhin. Ich schuss so nach dem Lübe, der Dusche wird dein Gegner runtergehen. Zum Glück muss ich die ganze Munition abbauen, damit ein Gegner. Gegner getroffen. Ich muss die Munition abgeben, damit ein Gegner auf die Schatten liegt. Meine Seite ist sauber. Oh shit, das tut immer noch weh. Ach, Memplex. Ich weiß nicht, ich hab nichts gedrückt. Dann seid ihr beide wiederbelebt schon, ne? Ich hab gedrückt. Ah, ich hab den Typen erwischt. Ja. Ja, haben wir das ja wenigstens. Patch Day. Und dann löschen wir das Ding eben aus und dann
Wie hast denn du das hier mit der Sperre gemacht? Ja, das standen da. Wir standen einfach alle hier. What the ja. fuck? Was hielt euch denn? Sind alle weg? Ist der noch oder ist es noch was? Sollten alle weg sein. Ach, ich habe auf jeden Fall einige gelegt. Von der Sniper-Position oben. Geil, das war nicht für uns. Wir hätten uns eine Waffenkiste. Clean sein. Waffenkiste. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir ja, holen ihn uns, mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Sportwagen. Victor, hackt bei mir der Stream oder nicht? Ja, das ist ja schon lag. Wie geht's, Karen? Ich habe gerade. Ich muss da gucken nochmal morgen in Ruhe. Ist ja gar nicht. Ich würde gern sagen, dass ich an dem Nachmittag mit Juri und Polito das erste Mal Spaß daran hatte, einem Gefangenen weh zu tun, aber. Ich finde das immer geil, wenn man in solchen Spielen Hühner erschießt, dann gibt es einfach nur so einen Plop und die Hühner sind weg und Federn fliegen durch die Gegend. Fand ich bei dir nicht so geil, wenn ich die. Ich glaube. Wir können genauso gut die guten Sachen wie die bösen. Ich meine, was glaubt ihr? Wie war es Svenjo wohl als Kind? Er hat Fliegen die Flügel rausgerissen. Er hat Ameisen mit der Lupe geschmort. Katzen an die Leine geknotet. Er hatte sicher einen Kokainstand. Früh übt sich. Wer weiß, vielleicht hat er Killerspiele gezockt. Den Scheiß glaube ich nicht, dass Spiele gewalttätig machen. Was macht sie denn dann gewalttätig? Andere Menschen. Den Rest, den abgefahrenen Scheiß. Hat Polito aus einem französischen Erotikroman, der sich Geschichte des Auges nennt. Ich will sie nicht verteidigen, aber sie sind nicht kreativ und wenn sie gerade keine abgedrehten Ideen ausbrüten, ja, jetzt besser. Wenn sich diese zwei einfach so sehr lieben, dann können sie nicht das rein. Ja, ich hab dann, ich hab noch nichts geändert. Das Lustige ist, wenn ich mir den abgespeicherten Stream angucke, er läuft einmal frei. Ich bin mal auf Streaming gespannt. Ich krieg demnächst wahrscheinlich Unterstützung von einem sehr, sehr großen YouTuber. Bin ich mal gespannt, dann vor auch vielen Leuten zu streamen, wenn ich dann meine Community dann größer sein sollte. Das wird lustig. Mit meinem Schrott-PC. Ich bin aber nicht auf. Jo. Das ist ja morgen an, wenn ich da sein, gucken die TikTok wird auch dafür aufhören und TikTok abends aus. Ach, ihr macht beide los? Ich nicht, ich spiel noch. Achso, okay, na, ich bleib auch noch ein bisschen. Also sieht wohl entweder weiter oder Samstag. Ach, kann der mal aufhören zu labern? Meine Güte. Hallo? Na warte, ich habe gerade meine Grafik abgeändert nochmal. Achso. Alles cool. Habe ich eigentlich noch genug Munition drin? Gute Nacht. User disconnected from your channel. Wir wissen, wo El Politos Auto steht. Stehlen Sie es und meine Leute analysieren seine Navi-Daten. Was kommt? Heli fliegen. Yay! Ich habe meinen schönen Heli kaputt gemacht. Lande aber ein Stück weit außerhalb, weil wir müssen nämlich da erstmal deutlich markieren an der. Alles klar. Kannst du eigentlich aus dem Hubschrauber in der Drohne starten? Ja. Aber die bemerken uns dann natürlich, wenn ich drüber fliege. Wenn jetzt eine übelste Range hättest, wäre das geil, dann würde ich drüber fliegen und du lässt es nach unten. Das wird nicht funktionieren.
So, ich guck mal, wo ich lande. Jetzt sollte das Stream einmal frei laufen. Wir gehen vom Berg nach oben, vom Berg runter. Weil unser Abschein Gegner zu sein, aber oberhalb nicht. So, hier ist gut, hier ist gut. Scheißgespräche, ey. Drohne fliegt. Sehr geschützt, Drohne. Drohne fliegt. Der Wagen hat einen Alarm. Ah, ist ein bisschen schwer mit der Range. Ja, die Drohne braucht. Bring, wegen Range. Dieser Lokovators vermisse ich die Taliban. Es ist das Koks, die sind alle drauf. Geh hier wenn du in der Bar arbeitest, trinkst du auch Bier. Die spüren nichts, wenn du sie triffst. Sie kämpfen einfach weiter. Den ballerst du in den Kopf und... Hauptsache, die machen erstmal einen übelsten Unfall auf der Straße hier. Ich skill jetzt erstmal eben schnell. Oh, ich kann nicht weiter fliegen, das ist... echt schrecklich. Sehe aber auch nix. Oh, wieder will jemand. Also bis auf die montierte Waffe habe ich echt noch niemanden gesehen. Ich muss leider mal losfliegen, wenn meine Drohne sich wieder beruhigt hat. Da konnte ich nämlich gerade was scannen. Den Fallschirm kann ich nicht skillen. Aha. Okay, ich habe einen Kommandoposten gescannt. Ich fliege einfach mal so hoch wie möglich. Nochmal, ich sehe hier niemanden. Ja, auch gar keinen. Das ist weird. Das ist bestimmt so eine Abfuckmission, wo die ganzen Gegner erst kommen, wenn man einmal... Nein, eigentlich sollten wir im Auto sogar zwei Leute stehen. Stehen. Das ist die Garage. Meldet euch, wenn ihr Politos Wagen seht. Alles klar. Ich guck mal rein. Kann ich nochmal zoomen? Ah. Der hat einen Alarm, der Wagen, hat er gesagt. Ja, ja. Aber normalerweise sind hier übelst die Gegner gewesen. Ziel markiert, behalte sein Umfeld im Auge. Da vorne. Ah, da. Ich sehe Politos Wagen. Ja, das ist ein Zivilist. Hm? Nein, hier ist so einer, aber es ist... Die Menschen sind nervös genug. Das sind nur Zivilisten. Echt? Willst du fahren, also ich fahren? Was für ein Nobelhobel. Und du hast ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Oh halt, zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher Judis und Politoschlitten. Das ist selbst mit Kondom immer noch eine verdammt heiße Kiste. Ich hab das Nabu-Geprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch.
Du willst unbedingt so eine Karre, habe ich recht? Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. So ein geiles Auto und so beschissene Straßen. Ja. Ja, abartig. Weißt du, was ich da am liebsten mache? Fenster kaputt. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten. Hm. Seit wann habe ich denn eigentlich so eine hässliche Brille auf, sag mal? Weil du immer so irgendwann eingestellt hast. Ich habe die das niemals aufgesetzt. Drinnen laufen Alpakas rum. Naja, ich weiß. So, komm, wir müssen noch mal zurück, da ist noch ein Ohren, den wir einsammeln können. Los geht's! Radio Santa Blanca, con DJ Perico. DJ Perico hier mit einem Sicherheitshinweis für alle Sicarios da draußen. Wenn nun ein Scheiß. Und glaubst du, wir werden mal durch Roboter ersetzt? Ich fänd's gut. Computer-Nerds statt Ärzte. Du meinst, Roboter können das, was wir tun? Warum nicht? Unser Zeug besteht nur noch aus Computern. Weißt du, was die nicht können? Bier trinken, war knapp. Ficken. Für ihr Land sterben. Aber in einigen vom Kartell kontrollierten Distrikten gibt es einen Anstieg bei den sexuell übertragbaren Krankheiten um 85. Heute Gang. So schmerzhaft, Leute. Ja, das hat sich auch schmerzhaft angehört. Warte mal. Was ist schmerzhaft da? Das war nötig. Ja. Das war definitiv notwendig. Wo ist jetzt hier noch was? Hier rum. Auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Ziemlich cool. Hm. Hey, lass die Waffen unten. Die Leute haben das hatte ich schon gemacht. Noch was zu markieren. Ich glaube, das war rum. Also ich habe hier alles. Mir wird auf der Karte angezeigt, dass genau hier noch was zu markieren wäre. Ich bin mal kurz was zu trinken holen, so gleich wieder. Ach, da ist es machen. Thank you.
Der Typ ist hin und weg, er sagt, willst du mich verlassen? Meine Frau hat mich gerade aus genau demselben Grund verlassen. Die beiden kommen ins Gespräch und sie lädt ihn zu sich ein. Sie sagt ihm, er soll sich setzen, wenn sie sich fertig macht. Ich hab so keinen Bock, bis Donnerstag vielleicht ins Krankenhaus, ey, da hab ich überhaupt gar keine Lust drauf. Wie lange? Was? Was hast du denn? Ach, mit so einer Schwellung am Steißbein. Die ist so, was weiß ich, 6x9 cm groß. Wenn die halt nicht weggeht bis Donnerstag oder sich nicht beruhigt, dann muss das rausgeschnitten werden. Dann danke auch. Das ist wohl ziemlich tief. Das ist halt echt. Stell ich mir jetzt nicht so an. Da ist eine Kartellantenne. Wenn die ausfällt, bricht der komplette Funk zusammen. Nebeneinsatz aufgespürt. Ja. Muss ich nochmal zurückfahren? Können wir gleich auf Mucki machen. Okay. Hinten gab es ein Waffenteil noch, wo ich hinfahre gerade. Oh, nice. Hier links oder was? Was ist hier in dem Haus? War dazu, da wo das A ist. Falls... Aber hinter uns war auch noch irgendwas in dem Haus. Ach da, ja, können wir auch gleich gucken gehen. Aber ich finde es irgendwie gerade merkwürdig, dass wir keine Gegner haben. Also wenn ich starte, ich das Spiel gleich nochmal neu. Irgendwas haut hier gerade nicht hin. Das ist auch nicht schlecht. Du kannst das ganze Spiel durchspielen. Ah doch, da sind Gegner. Okay. Aufpassen! Vielleicht haben wir gleich die Mission überarbeitet oder so. Tango getötet. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie war. Die sind sehr offensiv, oder? Ich dachte, die Mission habe ich gleich schon gemacht. Na, hier ist ja jetzt direkt keine Mission oder so, sondern nur... Da ist noch einer, da drüben. Ich flieg auch nochmal rein. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Judy und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Ja. Gegner getroffen. Du bist schon dabei, mach doch was. Den auf dem Dach habe ich. Na, ich hole mir den einen hier unten noch. Warum hinter uns war was? Ich glaube, da hinterm Haus. Die Drohne ist oben. Hä? Doch, sag doch, da. Ich hole ihn. Hab ihn. Da ist noch einer. Hier bei mir im Haus, wo der Heli ist, da ist noch einer. Den habe ich auch. Jo, schweres Kartell-MG. Jo, hier ist eine Waffenkiste. Ist auf jeden Fall noch rot markiert. Hier in dem Haus ist auch was. Ah, Information. Ich weiß, wo eine inaktive Sendeanlage der Rebellen steht. Fahren gefunden. Wir hin und schalten sie ein. Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Oh Gott! Schalten wir sie ab. Wir sehen euch mich gerade erschrocken. Zwei Sicarios, dicht bei der Kippe. Oh ja, Waffenteil. Die Karre ist alarmgesichert. Das ist ein Treffer. Das war knapp. Was war das? Da ist noch ein Tango. Nehmen wir ein Fragezeichen und müssen wir wieder verhören. Runter, die werden dich sehen. Wo ist er? Ich komme mal nicht mit dem Interface klar, ich habe jetzt noch nicht gesehen, wo ein Fragezeichen ist. Ausrufezeichen.
Das ist drüben. Ist auf der Karte markiert? Nee, guck mal, da drüben, wo ich hingucke. Da, wo da eine Tango von dir markiert ist, wo das Auto ist. Ich habe zwei Tangos schon markiert. Der aber kein Ausrufezeichen. Oh shit. Den nicht da oben, nicht den Oma Lidien. Okay, alles ist unten. Nein, da war einer auf dem Boden. Und der da unten wird ihn gleich sehen. Die beide weggeholt. Bei mir von beiden keiner ein Auto bezeichnet, die haben beide einen Kreis. Auch nicht schlecht. Also mir wird der obere mit. Oder der obere ist bei mir noch nicht markiert. Kann auch sein. Weißt du, dann kann ich es ja auch nicht wissen, weißt du, wenn die nur normal markiert sind. Quédate quieto. Pinche cabrón. Der Todo saldrá bien. Ist bei mir ganz normal im Kreis markiert. Du hast 5 Sekunden, um den Mund aufzumachen. Für diesen Schein werde ich nicht bezahlt, cabrón. Ich rede. Zeit für eine Auffrischung unserer Pilotenkenntnisse. Ein Kartellheli muss zu den Rebellen geflogen werden. Also ist da noch einer hoch? Nee, da drüben muss noch irgendwas sein, da ist noch rot auf der Karte. Hier ist noch was zu markieren. Ah, ne, Kiste. Zum Nachladen. Ich gehe den Gegner nochmal suchen. Wahrscheinlich irgendwo. Ah, hier steht er. Haben. Okay, alles sauber. Wo war was? Eine Kiste oder so? Ja, hier zum Nachladen, unten im Haus. Achso. Ja. Munition. Und dann war doch hier hinten noch irgendwo was an dem Dorf. Ach, was habe ich denn eigentlich für eine Waffenerweiterung gefunden? Ich habe gar nicht geguckt. Hier sind irgendwo noch eingesperrte Rebellen hier hinten. Rebellen noch befreien. Achso. Attack. Hier war doch auch noch was, oder? Hä? Hier war doch auch noch irgendwas. Ja, in dem Haus hier, glaube ich. Eben. Bring ihn auch während der Fahrt raus, Kollege. War. Hey, brauchst du Kohle? Ich? Ja. Warte. Klar, easy. Ja, guck mal da. Können wir einfach mitnehmen eigentlich, aber nee. Wir sind ja die Lieben. Genau. Gut, dann gehen wir doch zu diesem Punkt hier, diesem Turm. Ach, das ist das Ding. Ich fahre dich dann mal gleich zu dem zweiten Turm hin. Zum Snipen? Nee, zum Ausschalten. Achso. Hier gibt's ja Boote, das ist ja cool. Genau. Lass uns die erstmal hier ausschalten. Okay. Oh.
Dann fährst du mit dem Motorrad jetzt hier, idealerweise, in die Richtung hier, so schräg hoch. Ich markiere das mal ungefähr. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Was ist denn da? Kannst du das sehen? Ja. So in die Richtung musst du hochfahren. Da oben ist irgendwo noch mal so ein Sendemast. Da ist auch, weil wenn ich das Ding hier ausschalte, kannst du den oben gleich ausschalten. Hast du gar nicht ein Stück gespielt in der Beta, kann das sein? Ich hab alles in der Closes Beta, der Technical Open Beta, ich habe alles durchgespielt. Oh. Und das hier, den Anfang hier leider, ja, mehrfach, weil das ja immer wieder mit hier angefangen hat. Warum hast du das Spiel denn gekauft, wenn du es an sich eigentlich schon mal durchgespielt hast? Ich meine. War das noch nicht mal ansatzweise. Jetzt siehst du direkt, wo du hinfahren musst. War in der Beta der ganze Content drin? Nee. Nein, nein, nein. Das erste hier, das ist das, was du jetzt gerade so siehst, im gelb markierten Bereich. In der Technical war dann, waren noch zwei Sektoren offen und in der Open und in der Closes Beta waren halt nur in der Closes war nur der Teil offen und in der, in der Open Beta war der Bereich unten und ein anderer Bereich war noch offen. Ja. Und ein bisschen besser kennengelernt hätte. Richard hat das ganze Spiel sowohl Open, Closes und Tackle als halt so überzeugt. Ich finde das Spiel geil. Das ist nicht schlecht. Oh, ich habe hier ein Humvee mit. Mit einer Gatling. Nice. Ich komme noch nicht rüber, weil der Berg so böse ist. Genau, machen wir doch meine Frontscheibe wieder kaputt. Ach, yes. Hier haben wir gleich das nächste, was wir fahren können. Oh, hat die sich brutaler. Was es nicht in der Closes Open Beta gab, war Surround. Okay. Vom Surround Sound hört sich das richtig geil an. Ich hab's wie gesagt nur auf der Beta auf der PS4, die Open Beta spielen kann. Ja, PS4 habe ich leider nicht, oder PS3. Ich habe auch keine, wo meine Freundin hat eine und ich war zu dem Zeitpunkt bei meiner Freundin. Da konnte ich es nur dort spielen. Du brauchst ja, wenn du von der Konsole streamst, brauchst du ja so ein extra Teil dafür, oder? Ein Gravity-Adapter. Ja. Also du, na wohl, ja. Die PS4 bietet eigentlich auch eine ganz gute eigene Streaming-Funktion an, die man rein theoretisch nutzen kann. Wir müssen mal die Tür mit der Granate aufspringen. Dann ist ein Computer, den wir hacken müssen. Ich würde empfehlen, von oben reingehen. Okay. Wollen wir vielleicht nicht erstmal irgendwie Leute töten oder so? Die sind alle da drin. Ach, sind alle drin, okay, warte. Die kommen leider nicht raus. Sollen wir nicht lieber zwei Eingänge nehmen? Hier oben, wo ist eine andere? Das ist hier drüben. So, aus taktischer Perspektive, da ist noch einer oben und einer hinten. Kommst du an den hier nehmen?